Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich bei einem Haul die Sachen hier schon eigentlich ausgepackt habe. Ja, das liegt daran, dass ich das Ganze schon mal aufgenommen habe und ich aber keinen Ton hatte. Und jetzt nehme ich das Ganze nochmal auf. Ja, finde ich aber auch nicht schlimm, dass es schon ausgepackt ist, weil dieses ganze Geknirsche von dem Papier finde ich sowieso mal blöd. Also, ich habe als erstes bestellt von Stampin' Up. Und zwar war das so, dass mir für mein Monatskontingent noch was gefehlt hat. Also ich muss ja immer einen bestimmten Betrag voll bekommen, um dann eben weiter Demonstratorin zu bleiben. Und ja, um das diesen Monat zu schaffen, musste ich noch ein bisschen was bestellen. Und da habe ich einmal diese Gummimatte hier bestellt, die ich ja schon länger haben wollte. Ja, und dann habe ich leider festgestellt, dass ich zu wenig bestellt habe, noch ein paar Cent gefehlt haben. Da musste ich noch mal was nachbestellen und da habe ich mir diesen Stift hier bestellt. Und ich hatte das vorhin, als ich das andere Video gemacht habe, schon mal gezeigt. Und zwar ist es ein weißer Stift, der auf schwarz weiß malt. Ich mache jetzt hier noch mal so ein Sternchen hin, damit ihr seht, wie gut der tatsächlich deckt. Also der deckt wirklich wunderbar und das ist hier so ein glattes Material. Also ich denke, auf Cardstock hält das noch besser. Ja, und da ich den eh schon lange haben wollte, habe ich gedacht, komm, jetzt bestellst du den auch noch. Und dann, es waren tatsächlich nur noch, ups, das war mal eine andere Bestellung. Es waren tatsächlich nur noch 15 Cent, die gefehlt haben. Das war echt super ärgerlich. Ja, dann habe ich die beiden Sachen halt noch bestellt und dann habe ich es voll gehabt. Dann habe ich noch ein paar Sachen bestellt und zwar sind die für etwas Bestimmtes gedacht und ich packe mal aus und zeige euch. Wie gesagt, das ist alles schon ausgepackt, das war natürlich nochmal eingepackt, aber ist ja theoretisch wurscht egal. Und zwar habe ich hier einmal drei Ladekabel, zwei kürzere und ein langes. So USB-Dinger, ne, mit diesem Anschluss, diesem USB-Anschluss, den man für viele Sachen braucht, für Kameras, für Handy, also für mein Handy zumindest. Sei denn, man hat ein Apple, dann ist es ja was anderes. Aber ansonsten, für die meisten Sachen geht halt dieses dreimal. Und dazu passend habe ich mir eine Stecker bestellt. Und zwar hier so einen, wo man gleich drei Stück reinmachen kann. Das ist zusammen ziemlich leicht und das Gute ist, dieses Teil hier hat eben so einen Überspannungsschutz. Also erstens erkennt es bei jedem einzelnen Stecker, wie viel Strom, wie viel Watt das Gerät tatsächlich braucht, was angeschlossen ist. Und es ist auch noch ein Schnellladegerät sowie Schnellladekabel. Und das hat hier auch noch mal so einen ganz coolen praktischen Klettverschluss. Und dann kann man die eben immer schön wieder beisammenhalten. Das finde ich auch super. Das ist jetzt hier, wie gesagt, so ein kurzes, so ein Meter. Und das hier hat, glaube ich, anderthalb oder 2 Meter sogar. Also das wird dann fürs Handy sein und das für andere Elektrogeräte. Bei Handy braucht man ja meistens doch ein bisschen mehr Bewegung. Ja, und dann eben mit dem praktischen Klettverschluss wieder zusammengemacht und schon ist Kabelbruch verhindert. Ja, und wie gesagt, die brauche ich für etwas anderes. Und zwar, jetzt muss ich mich einmal bücken, weil meine andere Bestellung heruntergefallen ist. Für. Tadadada. Ja, was ist das wohl? Das ist ein Pilgerausweis und ein Buch. Zu dem Buch komme ich gleich. Und zwar habe ich mir einen nagelneuen, leeren Pilgerausweis bestellt. Diesen braucht man, um auf dem Camino in Spanien in den Herbergen schlafen zu können. Und man braucht ihn am Ende der Reise, wenn man in Santiago angekommen ist, um seine Compostela zu bekommen. Ja, und da sammelt man eben Stempel. Und ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber zu 99% sicher. Ich möchte dieses Mal nicht so einen langen Weg gehen
Und deswegen habe ich mich entschieden für den Camino Inglés. Und ich habe hier auch schon ein bisschen drin rumgeblättert, deswegen ist hier auch schon was markiert. So, und zwar werde ich dann mit dem Flugzeug in A Corona auf dem Flughafen, der etwa auf dieser Höhe hier ist, ankommen. Und ja, mein Wunsch war, von Corona gibt es einen Bus, der fährt dann hier diese Schnellstraße, braucht etwa eine Stunde und ist dann in Ferrol, hier oben, also ziemlich Küstennähe, weil ich doch nicht ganz auf die Küste verzichten wollte. Ja, und ich habe vorhin hier schon mal ein bisschen drin geguckt und habe dann schon bemerkt, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt. Nämlich steht hier oben in der Info zu Corona, ich kann mal gucken, auf welchem Papier das war. Ja, hier oben hat man in seinem Heftchen immer die Infos, was es in dem entsprechenden Ort gerade gibt. Und in A Corona gibt es so ziemlich alles. Es gibt Herbergen zum Schlafen, es gibt Restaurants, es gibt Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Werkstätten, es gibt Doktoren, also Ärzte, Bus, Bahn sowie auch Fähre. Ich habe hier jetzt noch nicht weiter geguckt wegen der Fähre, da werde ich noch mal genauer gucken, weil eigentlich war mein Wunsch, hier mit dem Flugzeug anzukommen und dann mit dem Schiff, Boot, wie auch immer, rüber zu fahren nach Ferrol und dann von dort aus loszugehen. Da ich aber im Internet keine Fähre entdecken konnte, dachte ich, okay, dann werde ich halt mit dem Bus fahren müssen. Und ja, wenn ich jetzt hier sehe, dass dort auch eine Fähre ist, dann werde ich wahrscheinlich gucken, dass ich mit der Fähre hier übersetze, weil ich das wesentlich schöner finde. Also erstens liebe ich das Meer. Und es wäre viel, viel schöner für mich, hier einmal mit dem Schiff rüber zu fahren, als wenn ich hier mit dem Bus lang müsste. Ich habe zwar auch ab und an, dass ich mal ein bisschen was vom Meer sehe, aber eben lange nicht so viel, als wenn ich jetzt hier drüber fahre. Ne? Deswegen werde ich mich da nochmal genauer umsehen. Ja, mein Wunsch ist es, wie gesagt, über Ferrol hier hinunter zu gehen nach Santiago. Und von Santiago aus würde ich gerne, wenn es von der Zeit her passt, weiterlaufen bis nach Finisterre, bis ans Ende der Welt, da unten. Ja, und dann halt zu diesem Aussichtspunkt Kap Finisterre, wo man sich wirklich fühlt, als wäre man am Ende der Welt. Das habe ich leider beim letzten Mal nicht geschafft und würde es gern dieses Mal schaffen. Ja. Das so in etwa ist mein Plan. Geplant habe ich so etwa 10 Tage. Das kann man schaffen. Also man kann diesen Weg hier in 6 Tagen etwa schaffen und hat dann noch ein paar Tage Zeit. Also es dauert im Schnitt eigentlich 3 Tage bis Finisterre nochmal zu laufen. Ja, und ich hatte hier schon geguckt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich war der Meinung, dass es von Finisterre weiter ist als, na, wo habe ich denn jetzt das Bild dazu? Muss ich mal kurz blättern. Genau, ich war der Meinung, dass es von Ferrol weiter ist. Sieht auch von dem Bild hier so aus, also macht für mich mehr Sinn. Aber hier schreiben sie, dass es von A Corona 51 Kilometer bis Santiago sind. Und das hier sollen nur 118 sein. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie genau das gemeint ist. Vielleicht meinen sie auch von A Corona bis nach Ferrol braucht man, um hier lang zu gehen, vielleicht dann nochmal diese 32 irgendwas Kilometer. Das kann natürlich auch sein. Hier oben habe ich schon entdeckt in A Corona. Wie gesagt, hier in etwa auf dieser Höhe ist der Flughafen. Und da ganz oben in der Spitze, da gibt es einen super Aussichtspunkt, also so einen Turm. Und den würde ich mir dann gerne anschauen. Ich muss jetzt trotzdem nochmal suchen, wo hier die Liste mit den Höhenmetern war. Kann aber auch sein, dass das weiter hinten kommt.
Ja, also im Allgemeinen in diesem Büchlein hier, hier ist es, genau. Hier hat man die ganzen Übersichten, hier kriegt man einiges erklärt über Telefon, über das Klima, über medizinische Versorgung, über Notrufnummern, wie das mit der Post funktioniert, ein bisschen über die Sprache, was man trinken sollte, die Etappen, über Geld und so weiter und so weiter, GPS-Daten, hier ist ein bisschen über den, über die Ausrüstung. Ja, hier ist dann so eine Art Packliste, was man an Ausrüstung eventuell alles braucht. Und ich sage euch, auch in diesem Buch sind noch zu viele Sachen drin, weil viele Sachen, die hier so abgelichtet sind, die kann man einfach in seinem Handy auch mit sich führen. So, ja, und hier sind halt, wie gesagt, sehr viele wertvolle Tipps für alle, die irgendwann mal Lust haben, den Camino zu laufen oder den Jakobsweg. Ja, die sind mit so einem Buch hier sehr gut geholfen. Ja, hier ist einmal über die gesamte Strecke bis nach Kap Finisterre, sind hier die ganzen verschiedenen Höhenmeter. Und hier ist zum Beispiel A bis C. Und das hier ist dann, weiß ich nicht genau, da muss ich mir nochmal genau durchlesen, was A bis C ist. Und da sind auch ganz schön Höhenmeter schon dabei, sehe ich. Wobei, ich habe hier keine richtige Liste. Also hier steht nicht wirklich, wie viele Höhenmeter es sind. Ich sehe nur hier, an einem Punkt geht es ziemlich hoch und das ist bei der 13. Ja. Und achso, das ist derselbe, das hat denselben Namen. Ja, wie gesagt, ich habe es mir noch nicht ganz genau angeschaut, so ungefähr nur. Und ja, genau, hier oben ist dann dieser Herkulesturm. Ich mache mal das Licht hier hoch. Der Herkulesturm, wo man dann einen super Aussichtsturm hat. Hier so in etwa, müsste der Flughafen sein. Und wenn man dann dort ankommt, dann kann man eben, oder könnte auch hier sein, der Flughafen, weil hier jetzt Bahn und Bus ist und da war Bahn und Bus ziemlich in der Nähe. Und dann könnte man halt hier hoch und könnte dann erstmal hier auf diesen Turm, dann geht man hier auch einmal schön an der Küste lang. Je nachdem, wann man eben am Tag dort ankommt und wie kaputt man ist und wann man in der Herberge sein muss. Und dann würde ich sagen, am ersten Tag hier eine Herberge nehmen, schlafen am nächsten Tag. Zusehen, dass man rüberkommt. Und hier ist eine Kirche, aber ich sehe hier leider nichts von, Fehve ist ein Zug, Entschuldigung. Ich sehe nichts von einem Schiff, deswegen wird es wahrscheinlich doch so sein, dass man runter muss. Und hier sehe ich gerade A und B. Also das sind dann wahrscheinlich einmal so diese Punkte, die man hier zu Fuß direkt in Corona wahrscheinlich dann laufen könnte. Und hier hat man dann auch das Ganze mit den entsprechenden Höhenmetern. Also am ersten Tag hat man da schon mal was mit 100 Höhenmetern. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber für den ersten Tag würde ich mir immer nicht ganz so viel vornehmen. Hier kommt man schon auf 200 Höhenmeter und das ist dann eben bei Punkt B. Das heißt, wenn man über die Alternativroute über A und B und so weiter läuft, dann hat man bei der A-Route nicht so viel Höhenmeter und hier geht es eben ein bisschen höher hinaus. Das sind dann immer Routen, wo man dann eben gucken kann, welche möchte ich gerne nehmen und dementsprechend orientiert man sich dann an dem entsprechenden Punkt. Und das ist hier auch immer sehr schön gezeigt. So. Soweit ich mich erinnere, habe ich kein Video gemacht, wo ich eigentlich so ein bisschen was erzählt oder ja auch gezeigt habe über meinen Camino, wie ich ihn gelaufen bin. Ich hatte eine Facebook-Gruppe und ein paar von euch haben mich ganz lieb begleitet und mussten sich meine ewigen Heulvideos angucken, weil ich doch sehr Probleme mit meinem Fuß hatte. Und ja, dann am Anfang, ich musste mich echt erstmal ein bisschen drauf eingewöhnen sozusagen, weil man ja auf dem Camino doch sehr viel weniger bei sich hat, als was man sonst eben so gewohnt ist. Man muss eben sehr seinen Luxus herunterschrauben
Und ja, wenn dann auch noch eine Verletzung dazukommt, wie es bei mir ja der Fall war, ich hatte ja eine Sehnenscheidentzündung bekommen und bin deswegen von meinen geplanten fast 660 Kilometern bin ich ja nur, keine Ahnung, ich glaube 250 oder so gelaufen. Und dann zwischendrin immer mal wieder ein bisschen. Und den Rest musste ich dann leider mit Bahn und Bus machen, weil mein Fuß einfach nicht besser werden wollte. Und ja, der Arzt in Spanien, wo ich da war, als ich es dann nicht mehr aushalten konnte, der hatte mir auch gesagt, das war's, du läufst die nächsten 14 Tage gar nicht mehr, du schonst deinen Fuß. Ja, und das habe ich ja auch nicht gemacht. Also ich habe ja immer, wenn ich konnte, wenn ich gemerkt habe, oh, heute geht der Fuß ein bisschen besser, dann bin ich ja wieder gelaufen, weil man fühlt sich auch schlecht auf dem Camino. Und das deprimiert einen sehr, wenn man nicht laufen kann. Ich hatte Gott sei Dank eine Begleitung. Was heißt Gott sei Dank? Ich finde es für sie natürlich auch nicht schön, aber für mich war es schön, weil ich nicht allein war, die auch ein Fußproblem hatte und auch sehr lange Zeit nicht laufen konnte. Und wir waren dann bestimmt 1,5 Wochen zusammen unterwegs und haben uns auch sehr gut verstanden. Das war meine liebe Thea aus South Africa. Das war auch richtig cool, wenn man jemanden von so weit weg da auf dem Camino trifft und sich ein bisschen anfreundet. Ja, genau, das war das. Und ja, vorhin, als ich das Video gemacht habe, da habe ich gesagt, ach, eigentlich wollte ich euch gar nicht so viel über meinen Weg dort erzählen, aber eigentlich finde ich es ganz schön. Ja, und hier, wie gesagt, ist mein neuer und hier ist der alte, den zeige ich euch auch mal. Und so sieht er dann aus, wenn er dann voll ist. Und hier auf der anderen Seite ging es dann noch ein bisschen weiter, weil ich dann nicht mehr Platz hatte. Also hier habe ich dann die letzten 2 Tage, die letzten 3 Tage sogar, mir noch Stempel reinmachen lassen. Ja, und das war dann theoretisch hier mein Weg. Warte mal, jetzt muss ich gerade selber gucken. Genau, hier ist der Norte sozusagen. Bei Bilbao bin ich losgegangen bis Ceuta. Gijón, da bin ich schon nicht mehr gelaufen, da konnte ich schon nicht mehr laufen. Irgendwo zwischen Santander und diesem Ort hier, ich kann es leider gar nicht aussprechen. Irgendwo zwischen diesen beiden Orten hat mein Bein dann aufgegeben und ich konnte nicht mehr. Und dann ging es ja eben noch bis hier runter. Und das war dann doch noch eine ganze Ecke. Also es fing auf jeden Fall an hinter Gümüş. Es ist eine mega, mega schöne Herberge von Pater Ernesto. Und dort, bis da bin ich auf jeden Fall gelaufen. Danach bin ich auch noch 2 oder 3 Tage gelaufen. Und dann ging wirklich nichts mehr. Dann musste ich zum Arzt. Und ja. Mein Fuß hat gestreikt. Ich habe es dann trotzdem an dem Tag noch probiert, als ich beim Arzt war, weiterzulaufen, aber es war einfach nichts mehr zu machen und ich musste dann mit dem Bus fahren. Ja, nichtsdestotrotz, mein Heft ist proppenvoll geworden und ich habe zu guter Letzt den Stempel in Santiago de Compostela bekommen und habe natürlich auch meine Compostela bekommen. Und ich meine, man muss ja auch nur 100 Kilometer gelaufen sein, um die Compostela zu kriegen. Und das habe ich ja locker gemacht. Also von daher fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich sie rausbekomme. Also es gibt mehrere Arten von der Compostela. Es gibt einmal ein schlichtes, einfaches Teil, wo man eben, die man eben immer bekommt, wo man auch nichts für bezahlen muss. Und dann gibt es eben nochmal etwas, wo man für bezahlen kann. Das ist zum Beispiel diese Röhre hier, dass man das immer schön sauber ordentlich verpackt hat und dann eben ordentlich bis nach Hause bekommt. Dann gibt es einmal eine Compostela, die sieht dann so aus. Die bekommt man kostenlos dort in Santiago de Compostela. Man steht allerdings eine ganze Weile dafür an. Wir haben es ganz gut gehabt. Wir standen, glaube ich, nur 1,5 Stunden. Ich habe von Leuten gehört, die 3, 4 Stunden standen. Also von daher hatten wir Glück. Ja, und dann steht hier zum Beispiel der Name auf Latein. Und mein Name wäre dann Nicolaidem. Und ja, für Frösche gibt es keine Übersetzung. Und dann steht hier einmal, upsie, na, komm her. Der Tag, wann man angekommen ist, das war bei mir der 16. Juli
2018, da bin ich angekommen in Santiago und da wurde mir die Kompostelle ausgestellt. So, und wenn man dann sagt, okay, ich möchte eine richtig schöne Erinnerung und ich investiere jetzt nochmal 2, 3 Euro, dann bekommt man dieses Schmuckstückchen hier. Und hier steht dann auch wieder drin, wann man angekommen ist, sein normaler Name und der lateinische, da wie gesagt das Datum, wann man angekommen ist, wie viel Kilometer diese Strecke war, die man gelaufen ist, von wo man losgegangen ist und wann man gestartet ist und eben dann welchen Weg man gegangen ist. Und bei mir war das der Camino del Norte, also der Küstenweg. Ja, und das kann man sich dann entweder an die Wand hängen oder man lässt es hier in dieser schönen Verpackung, wie man möchte. Ich werde mir irgendwann eine kleine Wand machen, wo ich meine Sachen hier dranhängen werde. Aber im Moment habe ich noch keinen passenden Bilderrahmen, deswegen bleibt es noch hier drin, damit es mir nicht schmutzig wird. Ja, und da kommt dann später auch mein Pilgerausweis mit dazu. Ja, Pilgerausweis, wie gesagt, man braucht ihn auf jeden Fall, um in den Herbergen schlafen zu können. Wenn man den nicht hat, kann man nicht in den günstigen Herbergen schlafen. Ihr könnt ihn bestellen bei Pilgerino. Wartet, ich habe hier irgendwo, ich gucke gerade mal, oder was hier drin? Muss ich gerade mal schauen. Nee, aber ich hatte vorhin hier irgendwo was liegen mit der Internetadresse. Das war bestimmt die Rechnung davon oder so. Und jetzt habe ich die natürlich schon irgendwo weggepackt und werde die jetzt auch nicht ad hoc wiederfinden. Aber die Internetadresse ist einfach pelgrinoshop.com. So einfach. Und da kann man eben diese Dinge bestellen, man kann Accessoires, Souvenirs, diese Jakobsmuscheln, die man sich dann an den Rucksack als Erkennungszeichen hängen kann, kann man dort bestellen. Man kann Wanderklamotten bestellen, Wanderstöcke und Bücher und eben zu dem passenden Ziel, wo man eben hin möchte. Und wie gesagt, dieser Reiseführer hier ist wirklich super. Man hat mit Bildern alles gut beschrieben. Ich bin mit dem letztes Mal wirklich gut durch den Camino gekommen. Man kann gut die Tage voraus planen, soweit das auf dem Camino überhaupt möglich ist. Weil es gibt nämlich auch durchaus einige Tage, wo man eben nicht planen kann. So, und das ist hier diese ganz böse Stelle, die 13. zur 14. Etappe. Da hat man einen Anstieg von 200 beziehungsweise 300 Höhenmetern und geht dann auf 400 Höhenmeter weiter. Das ist ordentlich. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, das nach oben ist überhaupt kein Problem. Aber irgendwann müsst ihr das Ganze wieder runter. Und hier geht es Gott sei Dank über einen längeren, also über mehrere Kilometer nach unten. Was auf der einen Seite gut ist, weil ihr langsamer bergab geht, aber ihr geht die ganze Zeit bergab. Und genau das ist es, wo ich mir eben meine Verletzung geholt habe, als ich bergab marschiert bin. Weil, genau da war eben dann das Problem, dass man bei bergab, das sind die Sehnen nicht gewöhnt und man sollte wirklich vorher ein bisschen trainieren und zwar in hügeligen Landschaften, wo man auch ein paar Höhenmeter überwinden muss, damit man auch wirklich trainieren kann. Einfach hier auf gerader Fläche, bei mir hier in Wolfsburg, da ist alles Plattland und hier kann man nicht trainieren. Also das funktioniert nicht. Ja, wie gesagt, mir hat dieses Heft sehr, sehr gut geholfen und ich war sehr zufrieden damit und würde das immer wieder empfehlen und würde mir das auch immer wieder kaufen. Ja, genau. Und hier hat man dann eben auch den Weg dann tatsächlich von Santiago de Compostela nochmal beschrieben bis Finisterre. Wer da dann noch hin will, der Ingles
ist so gedacht, dass er in etwa einer Woche zu schaffen ist. Ich habe so etwa 10 Tage geplant, buche aber wieder keinen Rückflug, sondern lasse das offen und werde mir einfach die Zeit nehmen, die ich brauche und werde mich da nicht stressen. So. Und weil ich jetzt gerade hier schon so schön dabei bin, alles zu erzählen von meinem Weg und was man so braucht, möchte ich euch noch was ans Herz legen. Und zwar sind das diese Tüten. Die kann man im Internet bestellen. Jetzt fragt mich bitte nicht, wo ich die bestellt habe. Ich glaube bei Amazon. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und warum sind die so toll? Das zeige ich euch. Dafür schnappe ich mir mal mein Handy. Pack das mal hier rein. Und wenn ich das dann hier drin habe, dann kann ich mein Handy hier trotzdem bedienen. Obwohl es hier drin ist. Und das gilt natürlich auch für Tablets und so weiter. Ohne dass ich es rausnehmen muss. Und das ist super, super praktisch, weil die Dinger sind absolut wasserdicht. Also die sind sogar für Taucher bis zum bestimmten, was steht denn hier, bis minus 20 Grad und bis 100 Grad sogar. Aber hier steht leider gar nicht, bis welche Tiefe die gehen. Und die sind auch Lebensmittel geeignet. Sie sind aber auch tatsächlich, manche Taucher benutzen die, nehmen die halt mit zu ihren Tauchgängen, um manche Geräte eben sicher zu verwahren. Das geht aber nur bis zu einer bestimmten Tiefe, dann halten die wohl den Druck auch nicht mehr aus. Und unabgängig ist, dass man hier seinen Pilgerausweis reintut, weil es gibt im Internet ein paar Bilder. Ach, jetzt habe ich das Heftchen gefunden, wo die Internetseite draufsteht. Wartet mal. Da. So ist es, www.pelgerinoshop.com. Genau, das war der Shop, wo man das kaufen kann. Wo habe ich denn jetzt meinen Stift gelassen? Na, ist egal. Also da sollte man auf jeden Fall den Pilgerausweis und den Pass, also sehr wichtige Papiere. Der Pilgerausweis, wie gesagt, ist wichtig einmal dafür, dass ihr in den Herbergen, in den günstigen Herbergen, die nur für Pilger gedacht sind, übernachten könnt. Da kommt ihr nicht rein ohne Pilgerausweis. Und er ist wichtig für die, wenn ihr ab 100 Kilometer jeden Tag 2 Stempel braucht man dann. Wenn man länger läuft, ist es egal, wie viele Stempel man am Tag holt. Aber bei 100 Kilometer, wie es bei dem hier der Fall ist, brauche ich jeden Tag 2 Stempel, um am Ende in Santiago de Compostela meine Compostela zu bekommen. Sonst bekomme ich die nicht. Genau, man muss das nämlich nachweisen. Ja, und wie gesagt, der Pass, ganz wichtig. Achso, jetzt weiß ich es. Die Tüte war nämlich wohl runtergefallen. Da seht ihr es, ich habe mehrere davon. Ich habe insgesamt 3 Stück davon. Und damit bin ich auch super ausgekommen. Und das ist Größe M hier. Und mit dem kommt man wirklich super aus. Also Reisepass. Und dann hatte ich hier immer noch mein Notizbüchlein mit drin, wo ich mir dann so aufgeschrieben habe, was eben am Tag so passiert ist. Und das hatte ich immer oben in meinem Rucksack drin, wo ich abends dann auch relativ schnell dran gekommen ist. Ein Griff nach hinten und dann einmal den Reißverschluss und dann hatte ich das Ding schon in der Hand. Und so kam ich immer super aus. Das Ding hatte ich immer in meiner Tasche und ich zeige euch mal, so sieht das Ganze dann in etwa aus, wenn man wieder zurückkommt. Es ist bemalt, es ist beschrieben. Oh, hier habe ich sogar eine Internetadresse drauf. Das sollte ich vielleicht mal ausblenden. Ja, und so sieht das Heftchen dann eventuell aus, wenn man es ganz gut geschützt hat. Es kann auch viel schlimmer aussehen. Und ja, ihr dürft auch nicht vergessen, dass ich ja, wie gesagt, eine große Strecke dann eben auch mit Bus und Bahn zurückgelegt habe. Und deswegen natürlich dann es hat die ganze Zeit tatsächlich nicht wirklich geregnet. Das einzige Mal, wo es geregnet hat, da waren wir auch im Regen draußen. Aber, also das hier ist jetzt alles, wo ich tatsächlich noch gelaufen bin. Hier genau, von Bilbao bin ich losgegangen. Bis St. Ander, da bin ich auf jeden Fall gelaufen. Santillana del Mar, da bin ich einmal schon mit dem Zug gefahren, weil es nicht anders ging. Genau, das war der Ort, wo ich dann wirklich am Abend auch, ich wollte mir den Ort gerne angucken, weil Santillana del Mar ist eine wunderschöne Stadt.
Und ich wollte mir unbedingt dort ein bisschen was angucken. Die haben eine wunderschöne Altstadt. Leider sind hier keine Fotos von dem wunderschönen Ort, aber das war toll. Und ja, da musste ich leider mit der Bahn fahren, weil es ging einfach nicht. Ich konnte einfach nicht. Und zwar von hier. Von hier bin ich mit der Bahn gefahren bis Santillana del Mar. Und ja, von da aus dann weiß ich gar nicht. Da bin ich, glaube ich, mal wieder gelaufen, weil das waren immer nur, genau, das waren nur 6 Kilometer. Die bin ich dann wieder gelaufen. Und den nächsten größeren Sprung, genau, das war so. Da waren es erst 6 Kilometer, habe ich gedacht, ach nicht, das packst du. Nach den 6 Kilometern ging es mir richtig gut. Ich war fit, mein Fuß tat nicht so weh und ich bin noch weiter gelaufen. Und abends war ich richtig fertig, da ging gar nichts mehr. Und dann musste ich wirklich erst mal eine ganze Ecke mit dem Zug fahren. Ja, das war ein bisschen schade, aber manchmal auch nicht zu ändern. Ja, und dann sieht das ganze Büchlein meistens auch ein bisschen anders aus, als wie man losgegangen ist, wenn man jetzt mal den Unterschied sieht. Aber ist natürlich klar, ich hatte dieses Teil immer hier vorne in meiner vorderen Oberschenkeltasche drin und habe das ganz oft rausgeholt, um eben zu gucken, wie geht es jetzt weiter, an welcher Kreuzung muss ich jetzt abbiegen oder auf was muss ich jetzt achten, gibt es jetzt hier irgendwie einen bestimmten Weg, wo ich drauf gucken muss und ja. Ja, wunderschön, guckt euch das an. Also der Küstenweg ist wirklich wunderschön und irgendwann werde ich es nochmal tun. Ich werde den Camino del Norte irgendwann nochmal laufen. Und da habe ich mir dann vorgenommen, tatsächlich in, wo ist es? Der Küstenweg. Ja, genau, in Irun. Da möchte ich dann starten. Das ist noch in Frankreich. Und dann geht es über die Pyrenäen rüber nach Spanien und dann an der Küste entlang. Das ist mein Wunsch. Das möchte ich irgendwann noch mal machen. Aber das sind über 900 Kilometer. Und mein Fuß ist bisher immer noch nicht verheilt. Beziehungsweise, lasst mich mal gucken. Das steht ja hier auch immer irgendwo. Wie viele Kilometer das ist von Irun. Ja, irgendwo hat man doch hier auch eine Übersicht. Achso, das ist das hier vorne. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Hier steht aber nichts von Kilometern. Da stehen immer die Etappen und. Was das ist, ach, hier vorne steht es, ja genau, es sind nicht über 900 Kilometer, sondern es sind nur 837,5 Kilometer von Hendera nach Irun. Das sind aber auch nur 3 Kilometer, die kann man am ersten Tag schon locker machen. Ja, und ja, so geht es dann munter weiter bis nach Santiago beziehungsweise bis Finisterre, was dann auch noch mal 93,5 Kilometer sind. Deswegen, ja, schauen wir mal. Irgendwann, wie gesagt, mache ich es. Jetzt ist erstmal das hier an der Reihe und ja, habe ich hier jetzt schon den neuen. Ja, hier habe ich schon den neuen drin. Genau, der alte ist hier. Und ja, der kommt dann irgendwann an meine Wand und das ist das, was ich jetzt brauche. Jetzt packe ich auch das Heftchen hier erstmal mit rein. Wenn ich dann aber losgehe, dann packe ich mir das schon noch ein bisschen anders. Wenn ihr Bock darauf habt und euch vielleicht auch für den Camino interessiert und mal wissen möchtet, wie ich meine Sachen so gepackt habe, weil ich meine, es gibt echt unzählige Packlisten, Videos und Videos, wie Leute ihre Rucksäcke packen. Deswegen, falls es euch interessiert, ihr könnt gerne einfach mal im Internet gucken bei YouTube und euch von anderen was angucken. Wenn ihr wissen wollt, wie ich es mache oder wie ich es gemacht habe, was ich alles so mitgenommen habe, dann dürft ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben und dann zeige ich euch das mal. Dann mache ich mal ein Video dazu. Eins zeige ich euch jetzt noch, wo ich eh schon gerade dabei bin. Das wird jetzt eh schon hier im Camino
Camino-Video, also von daher ist es jetzt auch wurscht und wen es nicht interessiert, der schaltet einfach weg. Ich habe nämlich im Gottesdienst vorletzten Sonntag habe ich mir hier meine Packliste gemacht und habe hier einmal meinen Rucksack, also einen Rucksack aufgemalt, so ungefähr zumindest. Und einmal so grob aufgeschrieben, was man alles braucht oder was ich persönlich alles brauche. Und ihr seht, die Liste ist echt kurz. Hier oben stehen 6 Sachen. Hier 2, 4, 6, 7, 8 Sachen. Wasser, Regenschutz, 8, 9, 10, 11, 12 Sachen stehen hier bei mir. Beziehungsweise 13. Das hier unten ist nur für meine E-Zigarette, was ich nur abends mal brauche. Es könnte theoretisch auch wegbleiben. Und hier habe ich dann einmal für Med, also medizinische Sachen, die man eben braucht. Pflaster, Blasenpflaster, Tape, Schere und so weiter. Ein bisschen Nähsachen fehlen hier noch, das muss ich noch mit reinschreiben. Hier habe ich mir eine Dame hingemalt und ein Brustbeutel soll das sein, damit man auch wirklich weiß, was es ist, habe ich es dann nochmal beschrieben. Wobei ich finde, die Dame ist mir gar nicht so schlecht gelungen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, und dann habe ich hier so ganz wichtige Sachen, die man halt eben in seinem Brustbeutel hat, also sprich Passausweis, beziehungsweise habt ihr bei mir ja gesehen, dass ich es oben hinten drin hatte. Geld natürlich, falls vorhanden Zimmerschlüssel, was eher selten ist, weil meistens sind die Zimmer offen und wenn man Glück hat, hat man einen Schrank. Dazu muss man auf jeden Fall oder sollte man ein Zahlenschloss dabei haben oder ein Schloss eben. Dann sein Handy packt man da am besten rein, ein paar Taschentücher. Wenn man sie nicht vorne, hat man oft am Rucksack hier auch 2 Taschen, wie das bei mir auch ist und da sind meine Taschentücher drin. Gegebenenfalls Kopfhörer, wenn man doch zwischendurch auch mal Musik hören mag. Hier habe ich mir kurz aufgeschrieben, was mir noch fehlt. Ich brauche 2 neue Hosen, weil meine alten in Spanien schon auseinandergefallen sind. Die habe ich billig bei China, also in China gekauft und das sollte man lassen. Also die haben jetzt die 4 Wochen tatsächlich überlebt, aber mit Hängen und Würgen, als ich meine Freundin zum Arzt begleitet habe, mit ihrem Fuß da, ja, da ist sie mir vorne gerissen, also hier im Schritt bis zum Reißverschluss. Die war einmal komplett offen, das war echt peinlich, weil in Spanien war es ja warm im Sommer und da werde ich garantiert kein Jäckchen haben, was ich dann drüber ziehen konnte. Deswegen war hier alles offen und bin dann mit Hand hier vorgehalten, dann wieder zurück zur Herberge gelaufen, um meine andere Hose anzuziehen. Und musste dann Nähsachen kaufen in einem Laden, weil ich nämlich keine hatte. Das war eine lustige Sache, aber naja, so lustig war es in dem Moment dann nicht. Also ich brauche 2 vernünftige neue Hosen. Dann möchte ich diesmal auf jeden Fall Wanderstöcke mithaben. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich will auf gar keinen Fall welche, weil die werden mich nur behindern. Und die letzten Kilometer, die ich dann gelaufen bin, habe ich im Wald einen Stock gefunden von einem Eukalyptusbaum. Der hat mich dann begleitet. Wartet mal, da gibt es ein richtig cooles Foto. Jetzt muss ich nur gerade mal kurz suchen. Ja, da haben wir dann einmal ein paar Fotos und Videos von meinem Camino, genau. Und da sieht man ganz bisschen an der Ecke, sieht man mein Stöckchen, den ich da gefunden hatte. Ich liebe dieses Bild, weil da war ich echt fertig. Und ganz zum, da sieht man es nochmal, da ist er, meine neue große Liebe, hatte ich dann geschrieben, dass ich, es war Liebe auf den ersten Blick und ja, der hat mich wirklich die ganze Zeit gestützt auf den letzten Metern dann und ich habe ihn wirklich abgöttisch geliebt. Am liebsten hätte ich ihn mitgenommen, aber leider habe ich mich dann doch nicht getraut, ihn mitzunehmen in den Flieger. Also man kann ja Gehstöcke mitnehmen, aber ich dachte mir nach, vielleicht stufen die einen solchen Stock als Waffe ein und dann kriege ich am Flughafen Probleme, deswegen habe ich es gelassen. Ihr seht auch, ich habe eine knallrote Birne vom Laufen. Ja, und der war dann wirklich die ganze Zeit bei mir. Den habe ich nicht mehr hergegeben. Und deswegen, dieses Mal möchte ich auf jeden Fall Wanderstöcke haben.
Ja, und den Pilgerausweis, den kann ich jetzt durchstreichen, weil der ist ja heute schon angekommen. Und ich sage euch, in dem Shop geht das ruckzuck. Ich habe vorgestern bestellt und heute sind die Sachen schon alle da gewesen. Ja, hier habe ich mir schon mal aufgeschrieben, dort im Gottesdienst, welchen Weg ich denn dann gehen werde. Und wie gesagt, dann hier die etwa 100 Kilometer, also eigentlich sind ja 118 von Ferrol und dann geht es weiter bis nach Santiago. Wobei, wie gesagt, ich gerne noch weiterlaufen würde bis nach Finisterre, aber da schauen wir mal. Ja, und hier habe ich mir so ein bisschen überlegt, dass ich ruhig noch ein bisschen Spanisch lernen könnte. Und ihr seht, ich war nicht besonders fleißig. Wobei, da habe ich gelernt, da habe ich gelernt. Nee, heute ist der 17. da und da habe ich gelernt. Das habe ich nur noch nicht angestrichen. Aber ja, naja. Ich glaube, man lernt am besten die Sprache sowieso, wenn man dort vor Ort ist. Und es gibt Google Translator, habe ich auf dem Handy und das funktioniert super. Also da habe ich mich mit so vielen Spaniern auf dem Weg unterhalten. Das hat echt gut geklappt. Obwohl Spanisch ja mit einer der drittgrößten Weltsprachen ist. Also ich glaube, die zweitgrößte sogar oder so nach Englisch. Und deswegen ist es gar nicht verkehrt, Spanisch zu können. Aber ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Bock dazu habt, das mal zu sehen, wie ich so meine Sachen halt packe und was ich wo so unterbringe, dann dürft ihr mir in den Kommentaren mal schreiben. Und ja, dann mache ich da mal ein Video drüber. Aber eben nur, wenn es euch interessiert. Okay, so, jetzt habe ich aber genug erzählt über mein Camino und über den nächsten. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.